Jo Freunde, was geht ab? Wir spielen heute um 4000 Euro. Das sind alles Lollipops, die werden verlieren, wir werden gewinnen. Also die nächsten sollen am Start sein, wenn es wieder heißt Quick Games in the House. Bam. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unseren heißgeliebten Quick Games. Ja, und heute wird gedartet. Wir haben hier unsere Herausforderer. Zwei, drei Gesichter dürftet ihr vielleicht wiedererkannt haben. Die Jungs aus der Reise nach Jerusalem, sie wollten unbedingt eine Revanche. Und hier haben wir natürlich die 4Bro-Crew. Unsere Boys, ja, den Nadim, den Jana, den Javid, den Samet und den Waisel, ja, die sind heute unser Team, auf das wir hoffen. Und es geht um satte 4000 Euro, meine Freunde. Ja, hier sind 4 Mille im Pott. Und ich erkläre euch jetzt erstmal das Spiel. Kommt mal mit. Zieht euch mal rein, was wir hier für einen fetten Reels-Parcours aufgebaut haben. Also, die Jungs stehen hier hinter der roten Linie, ja, mit der Fußspitze hier dran. Die Linie darf natürlich nicht überschritten werden. Und dann fängt jeweils einer aus dem Team an, mit den Dartpfeilen auf den ersten Ballon zu werfen. So, sobald er diesen getroffen hat, ja, ist der nächste Teilnehmer dran, der nächste aus der Gruppe dran, mit dem zweiten Ballon. Der nächste mit dem dritten, vierten, fünften und so weiter. Und er muss natürlich auch selber die Pfeile zurückholen und sie seinem Mitspieler geben, weil es geht darum, das alles möglichst schnell zu machen, und zwar schneller als das gegnerische Team. Und dann kommen wir zum letzten Ballon. Hier wird es interessant. Der letzte, der diesen Ballon trifft, hat noch eine extra Aufgabe, denn hier drin ist Milch, Freunde. Die splasht direkt beim Treffen in unsere Cerealien, den 4Bro Reels, rein. Ja? Und die Aufgabe des letzten Teilnehmers besteht darin, mit dem Löffel, ohne den Becher zu berühren oder anzufassen oder hochzunehmen oder sonst was, alle Cerealien aufzufuttern, den Becher quasi zu leeren, inklusive der Milch und inklusive natürlich aller herumliegenden Reels. Ja? Wem das am schnellsten gelingt, der hat die 4000 Euro sicher. Dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Nein. Ey, der fliegt doch dran. Was schafft er? Okay, Alter. Das ist die perfekte Portion, Alter. Ja? Ey! Schafft er. Er muss durchziehen. Na, Alter, war gut jetzt, ne? Oh.
krass sagen. Mein Schatz. Boah, das schmeckt krass. Ihr seid richtig außer Puste, kann das sein? Kann man so sagen, ja. Ich war noch motiviert. Ihr habt aber auch richtig Gas gegeben. Am Ende hat es nicht gereicht. Ich hätte es euch wirklich gegönnt, wenn das irgendwie funktioniert hätte. Trotzdem habt ihr alles gegeben, Jungs. Wir haben alles gegeben. Ihr seid auf jeden Fall richtig gute Gegner. Am Anfang sah es ja für euch richtig, richtig gut aus. Mhm. Ne? Wir haben ganz in der Hand. Aber was soll man machen? Die 4Bro-Crew hat wieder mal auseinandergenommen, wieder mal alles auseinandergerissen. Wir hatten würdige Gegner, aber jetzt sind 5.000 Euro im Pott, Freunde. Und ihr könnt euch jetzt für das nächste Match, wenn es um 5.000 Euro geht, bewerben mit einem fetten Ansagevideo. Sendet uns euer Ansagevideo per DM über Insta an 4bro.de. Und vielleicht sehen wir uns auch nächste Woche schon hier. Und vielleicht habt ihr auch das große Glück, gegen uns zu gewinnen, um 5.000 Euro mit auszunehmen, Freunde. Liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Bis dann. Tschüss. Bruder, wie sind die Marshmallows? Oh. Okay, das ist geil. Das muss man aufmachen. Das ist ein Spektakel gerade. Er ist ein Bitter, er darf auf jeden Fall mit zuerst diese ganzen Leckereien. Anders noch. Der Shit, Bruder. Der Shit, Bruder.